Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Hearthstone. Ja, eine weitere Folge. Wir spielen heute den Krieger, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Und falls ihr so ein Klacken hört, kann ich nichts. Meine Spange, da habe ich jetzt so feste Scharniere oder wie man es nennen kann, eingebaut bekommen. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber es kann sein, dass ich ein bisschen nusche. Okay, und zwar spielen wir, würde ich sagen, mal einfach gegen den Paladin. Los geht's. Serviere Getränke. Sehr lecker. Versammle Zuschauer. Und los geht's. Uta. Ich bin Uta. Ich werde Ehrenland kämpfen, Sieg oder Tod. Genau. Weg, weg, weg. Bleib da. So, dann geht's hier doch gleich los, ne? Zack, zack, diese leuchtet das da. Entschuldigung. Los geht's. Werde ich jetzt erstmal gleich meinen Krieger mit einer Waffe ausstatten und ihn direkt angreifen. Und das war's auch schon. So. Ach, no problem. Ein Schaden. Kann ich mit leben. Ein Iber. Sehr gefährlich. Einsatzbereit. Dun, 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 dun. Was bekommen wir denn jetzt? Hohoho. Verleiht. Noch keine Karte? Ich habe sie nicht durchgelesen. Das ist sagen, ganz ruhig. Los geht's. Oh, ich bin auch müde. Hab eben geschlafen. Ja, ich schlafe. Ich muss irgendwie immer nachmittags schlafen, wenn ich müde bin. Dafür kann ich nichts. Dann gucke ich fertig und schlafe irgendwann ein. So, ruf dann eben herbei. Jedes Mal, wenn er einen Diener angreift. Genau das tut er. Greift er. Gegner natürlich. Alter, der hat viel mehr Leben als ich. Ich wollte gerade sagen, der hat keine Chance gegen mich. Stimmt aber eigentlich. Versucht 3 Schaden, ziehe eine Karte. Voll unfair. Aha. Den hier mal. Und fertig. Ich bin ein Weißerchen. Du bist auch ein Weißerchen. Ich habe auch ein riesiges Gewehr. Das da. Und das da. Man muss jetzt aber leider auch mal dran glauben, aber das nehme ich doch gerne in Kauf, weil, wie gesagt, man darf die gegnerische Armee nicht zu groß werden lassen. Gerechtigkeit des Lichts. Und da bin ich faschen. Schläge. Verleiht der Diener Gottes Schild. Ja, ja, alles schön. So, wen spiele ich denn jetzt? Den. Und den. Hat erstmal wieder weniger Leben. War natürlich geschickt gemacht von mir. So, welche Karte spiele ich? Der hat 4 für Schaden, 4 Angriff. Der jedes Mal, wenn Diener Schaden leidet, erhält der Plus. Jedes Mal, wenn ihr den Diener mit maximal 3 Okay, ich glaube, ich nehme den hier. Das nach. Das kann ich nicht tun. Greif den einfach mal an.
gebe gerade nebenbei, ob ich hier über irgendein Thema reden kann, nur mir fällt einfach keins ein. Ich gucke jetzt in die Umgebung und suche irgendwas. Was Spannendes. Es regnet. Im Fernsehen läuft Simpsons. Und das ist geil. Das ist super geil. Ein Behinderter. Also diese Geräusche macht Max immer, wenn er kacken geht. Und das stimmt wirklich. Ja, das stimmt. Ach, apropos Serien, sag ich jetzt einfach apropos Simpsons. Was schaut ihr denn so für Serien? Also ich schaue Simpsons, obvious. Ich schaue How I Met Your Mother, Big Bang Theory. Ich schaue American Dad, Drawn Together, South Park, Family Guy, Robot Chicken, ist aber nicht wirklich eine Serie, würde ich auch mal sagen, oder vielleicht ja doch. Kennt ihr vielleicht? Die läuft momentan auf Viva, ist voll geil. Super geil. Alter, ich darf es hier mal sagen. Yo, ich und Pepper Fäckchen. Ja. Was mache ich damit? Ich habe vergessen, was da bringt. Vielleicht sollte ich mir Karten vorher durchlesen. Oder soll ich noch irgendwelche Sendungen? Scheiße, die sind alle voll stark. So. Ich schaue noch. Ich schaue noch mehr Sendungen. Ich schaue natürlich auch sehr wissensreiche Sendungen. Like Galileo, aber Galileo ist irgendwie langweilig geworden. Weiß auch nicht. Die machen da voll oft über Essen. Ich will nicht über Essen wissen, ich will nur, dass Essen gut schmeckt. Das war mal rauf. Das war. Boah, will die Schlampe mich verarschen. Guck mal, wie viele Monster der hat. Wieso haben die denn alle Pluspunkte? Boah, ich hasse den Pastor, ne? Komm, jetzt muss dir noch irgendwie Schaden zufügen. Die Türen sind geöffnet. Ich glaube, mehr Sendung schaue ich gar nicht. Ich schaue nur. Tot. Ach, das war nicht so schön. Eine Niederlage. Ah, ist ja nicht so super geil, ne? Ich sag, häng ich jetzt gleich noch eine Runde dran. Mit einem Thema. Aber, ich spiele mit einem Hexenmeister. Wir sehen uns gleich. Tschüss. Hallo, wieder zurück. Ich wollte wieder einmal herzlich willkommen sagen, aber nein. So, diesmal spielen wir gegen Hexenmeister, gegen den geilen Paladin, den wir gerade erst verloren haben. Und jetzt habe ich nämlich ein geiles Thema, und zwar die Handy-Generation. Also ich habe mein erstes Handy bekommen mit... Ich überlege gerade, das war... Was war das für ein Handy? Also mein zweites Handy war so ein Samsung. Das war ein, dieses, vielleicht kennt ihr das, das ist so ein Auto-Handy, das so wasserdicht ist und so. Weil irgendwie habe ich immer voll viele Sachen kaputt gemacht. Und dachte in meiner Erfahrung, schenken Johnny irgendwas, was nicht kaputt zu machen ist. Ich habe es aber kaputt gemacht. Dafür konnte ich aber nicht. Ich wollte gucken, wie stark das Glas ist und dann habe ich es eben auf eine Ecke gehauen. Aber das ist was anderes. Auf jeden Fall, ich glaube, mein S-Handy war so ein komisches Aufklapp-Handy. So, und das war voll geil, weil die Uhrzeit, der wurde so angezeigt und hat geleuchtet. Voll fett. Und das war, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe mit... 12 kann sogar sein. Mit 12, glaube ich, habe ich mein erstes Handy bekommen. Und das war auch ein gebrauchtes Handy von einem Bekannten. Ja, heute kommen ja schon Leute mit 8 und dann vielleicht mit 10 ihr erstes iPhone. Und wieso habe ich den jetzt gesetzt? Los, stell mir zwei Leben wieder her. Kommen dann schon vielleicht mit 10 ihr erstes iPhone oder generell Smartphone. Ja, und ich habe jetzt momentan ein Samsung Galaxy S4 Mini, was aber total scheiße ist. Da kannst du, ne, das ist so, das bei mir, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass mir ein paar Mutter gefallen ist. Es ist noch komplett heil, im Gegensatz zu einer anderen Person, die ich kenne, die hat genau dasselbe Handy und das ist jetzt zum zweiten Mal für irgendwie 230 Euro in der Werkstatt, weil er das Display geschrottet hat. und ich... Und mein Handy ist noch keinmal kaputt gegangen, aber ab und zu funktioniert die Frontkamera nicht.
Also wo die Kamera, die so, wo man so Sachen fotografieren kann, so die auf der anderen Seite des Handys sind. Ja, ich glaube, man weiß, was ich meine. Die funktioniert ab und zu nicht, denn wenn die mal funktioniert, funktioniert der Zoom nicht. Also ich kann nur Sachen fotografieren, wo ich richtig nah dran bin, so 5 cm da drüber. Also es stellt nicht scharf. Dann ist das Ganze auf Bugs rum. Das ist auf einmal, ist es so, dass zum Beispiel Snapchat nicht funktioniert oder ich habe kein Internet mehr oder einfach manchmal auch einfach macht er irgendwas, öffnet irgendwelche Sachen, die ich gar nicht öffnen will. Das nervt mich mega. Also ich hatte mal, ich hatte mal ein iPod. Das war, den habe ich mir gewünscht. Zu Weihnachten irgendwann mal, habe den dann auch bekommen. Und damit war ich eigentlich so zufrieden. Ich konnte da so ein bisschen Musik hören, konnte da eben die Apps draufladen, hatte eben kein Internet, das hat mich aber nicht wirklich gestört. Und als Handy hatte ich eben dieses Samsung, also dieses Auto-Handy. Und dann irgendwann habe ich den iPod dann verloren. Also ich war mit dem iPod immer zufrieden, ist immer gelaufen. Auch ich hatte den irgendwie 2 Jahre lang, hat es immer gut gelaufen, iPod 4 war das. Und ich hatte den 2 Jahre lang, war immer gute Dienste geleistet. Also kann jetzt nicht sagen, dass der irgendwie rumgespackt hat nach einer Zeit oder so. Der war immer eigentlich heil. Und dann irgendwann habe ich den Urlaub verloren. Das war natürlich nicht so geil. Und dann habe ich das neue Handy bekommen und das hat schon irgendwie, ich habe das letztes Jahr Oktober bekommen, als ich Geburtstag hatte. Und das, bis jetzt ist das schon so, wo ich sagen könnte, fick dich Handy, ich will ein neues Handy. Darum dachte ich mir, wenn man jetzt sich ein iPhone kaufen würde, die funktionieren für mich, also habe ich das Gefühl, also ich hatte noch kein iPhone, aber Familiengeneration hatte, mein Vater hatte, da gab es relativ noch wenige iPhones, also es war nicht so, dass jeder ein iPhone hatte, da war das irgendwie noch was Besonderes, sag ich jetzt mal. Hatte mein Vater ein iPhone 3 und das hat er nachher, dann hat er sich ein iPhone 5 gekauft oder bekommen, dann hat meine Mutter das iPhone 3 bekommen, meine Schwester hat irgendwann auch ein iPhone 3 bekommen, das aber auch schon irgendwie Schrott ist, also das ist aber auch schon sehr, sehr alt, ist auch schon öfter runtergefallen. Aber das Coole ist, ich kann das selber reparieren, also zumindest wenn nur das Display kaputt ist und ich muss kurz mal überlegen, wenn ich das dran ist. Man kann es selber reparieren, beim Samsung weiß ich jetzt nicht, ob das geht, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall schwieriger. Und beim iPhone kommen meiner Meinung nach weniger Macken rein. Darum ist es aber auch sehr teuer, was es eigentlich, wenn man jetzt mal, würde ich sagen, mit den Materialpreisen und der Herstellung in China oder da irgendwo in Asien ausrechnen würde, nicht so teuer, das ist eben alles so nur Geldmacherei, dass die jedes Jahr ein neues iPhone rausbringen. Aber irgendwie kauft sich trotzdem jeder das neue iPhone. Oh mein Gott, das neue iPhone. Man kann seinen Daumen drauflegen und dann kennt er das. Man kann aber auch seinen Nippel drauflegen und er kennt das. Sehr geil. Ist ja voll scheiße. Was soll ich mit einer Karte, die mir selber Schaden zufügt? Fick dich, Karte. Und ja. Und dann, man könnte auch... Es ist ja jetzt auch so, es gibt ja jetzt ein Handy oder wird entwickelt. Ich weiß nicht, habe ich bei Facebook gesehen, es ist ein Display. Und also Display und hinten sind so Würfel dran. Das ist so viereckig. Viereckig, ja. Und da kannst du dann so Würfel reinstecken. Kannst du dir sagen, so, mehr Speicherkapazität soll höher sein, steckst du Würfel ran mit mehr Speicher. Oder sagst, ich möchte gern, dass es schneller ist, dann steckst du da ein neues Betriebssystem, keine Ahnung, irgend sowas in der Art. Oder sagst, ich will kein, jetzt sag ich mal, denke ich mir irgendein aus ein Betriebssystem, ich glaube, da wird ja nicht iOS oder Android drauf laufen, sondern vielleicht irgendwelches selbstentwickeltes von den Herstellern, vielleicht DGM, was für digitale Grammatik Deutschland steht. Digitale Grammatik Deutschland, genau. Du bist scheiße. Und ich brauche irgendwas, das tötet, das ist tötet, das tötet, das tötet, das. Und da kannst du eben sagen, ich will jetzt langsam mal, dass es schneller ist oder bessere Fotoqualitäten, dann kannst du dir einfach das neuen Dings kaufen, musst nicht gleich ein ganzes neues Handy kaufen. Aber das wird, glaube ich, erstmal nicht passieren, dass das so in Umlauf gekommen, weil die denn, die großen Firmen, also ich glaube, dann würde Apple und so nicht mehr so viel Geld scheffeln,
weil sich vielleicht auch viele überlegen, warum soll ich mir das machen, wenn ich mir das kaufen kann, das ist vielleicht genauso gut. Und wenn man das vielleicht noch weiterentwickelt, ist es dann genauso bekannt und Smoothie in der Hand. Ja, Smoothie. Und ich finde, wenn man iPhone hat, ist das manchmal so Smoothie in der Hand. Aber irgendwie sind mir auch iPhones ein bisschen zu klein geworden. Also ich habe das Galaxy S4 Mini, allein schon aus diesem Grund, da die Galaxy S4 zu groß sind. Und mit der Größe bin ich eigentlich zufrieden, nur ein iPhone ist eben genauso hoch, aber ich glaube weniger breit. Das gefällt mir so gut. Aber trotzdem sehr, sehr geil, ja. Jetzt mal hier die gegnerischen Monster zertrümmern. Und jetzt den Gegner zu drücken. Ja, los, wählt, zack, bam. Und wie gesagt, früher, da hat man noch weit gespielt, ja. Was hab ich früher echt? Da hab ich ungefähr 10.000 Mal angefangen, Lager im Wald zu bauen. Kam langsam die Computerzeit. Computerzeit? Ja, die Computerzeit. Nee, erst kam irgendwie Fernsehzeit und dann Computer. Dann hatte ich so einen Fernseher, der stand aber noch nicht mal. Was macht das? Ich hab jetzt was gemacht. Greif es an? Ja, gut, es greift ja an. Ich wollte mich schon selber angreifen. Lol. So, natürlich immer so. Und dann kam die Lage an die Fernsehzeit, da stand der noch bei uns im Flur, dann konnte ich da mal Fernsehen gucken. Irgendwann durfte der mal rein, so ein kleiner Fernseher. Und dann irgendwann Computer, da habe ich dann auch angefangen, mit Computer wirklich zu spielen. Und jetzt bin ich hier bei Videos zu machen. Okay. Ja, und für das nächste Mal reden wir über den Orgasmus. Tschüss.